Moin, meine Damen und Herren. Die letzte Zeit wird euch aufgefallen sein, dass das meiste Gameplay, was von mir kommt, im Jungle stattfindet. Denn in dieser Season habe ich mich entschieden, ein kleiner Jungle-Main zu werden. Wurde dabei auch ein kleines bisschen von Johnny gecoacht und meine Welt hat sich komplett verändert. Seitdem ich Jungle spiele, nehme ich das Game völlig anders wahr. Als Soll-Kommentator bin ich dadurch 6-mal besser geworden, weil ich jetzt viel mehr Dinge weiß und auf ganz andere Dinge vor allen Dingen achte. Und da ich noch kilometerweit davon entfernt bin, ein übelster Profi zu sein, habe ich mir gedacht, ich gebe euch jetzt 5 Tipps, die mir übelste Sorte geholfen haben und mein Leben basically verändert haben. Das ist jetzt für die ein oder anderen ziemlich basic und für diejenigen, die kein Jungle spielen, ist auch ultra hilfreich. Denn zu wissen, wie der Jungler denkt, kann für deine Lane ziemlich nice sein. Schnacken wir also nicht mehr rum, fangen wir an mit Tipp 1. Und zwar beginnen wir hier mit den Basic-Routen. Das bedeutet, als Jungler, du hast mehrere Möglichkeiten zu starten. Ich habe damals mir fast immer von der Botlane helfen lassen, weil ich dachte, das ist die schnellste Route. Und dann habe ich geguckt, welche Camps kann mein Champion gut clearen. Das war quasi meine Orientierung. Das heißt, wenn ich als Shyvana viel AOE-Damage gemacht habe, habe ich sehr, sehr gerne die Raptoren gemacht und die Wölfe. Das war mein Gameplan. Stupid. Eine Basic-Route, die ich aber jedem empfehlen kann, wenn ihr ein starker Jungler seid, das heißt so etwas wie Jarvan oder Rek'Sai, die früh CC zur Verfügung haben, beziehungsweise sich auch gut duellieren können. Und zwar beginnt ihr ganz einfach bei den Red, das heißt ihr lasst euch von der Botlane oder von der Solo-Lane helfen. Danach geht ihr zu den Crux, das tut auch bei einigen Champions ziemlich weh, das zu machen. Der Vorteil liegt aber darin, dass ihr nicht nur Level 2 seid, sondern als nächstes zur Krabbe geht. Und technisch gesehen solltet ihr Smite zur Verfügung haben und nachdem ihr die Krabbe smitet, seid ihr Level 3. Das bedeutet, ihr kämpft um diese Krabbe. Solltet ihr den Fight mit einem soliden Smite gewinnen, denn ihr habt das ja offensichtlich noch zur Verfügung, dann habt ihr ein Level mehr als der Gegner und im besten Fall sowieso schon ein dominanterer Champion. Wie gesagt, mit Rek'Sai, mit Jarvan, mit Xin Zhao, alles diese ganzen Champions, die dich halt völlig fertig machen im Jungle, funktionieren hierbei super gut. Das bedeutet, du hast ein sehr schnelles Level 3, kannst über die Mitte laufen, das heißt entweder ganken oder einfach nur drüber spazieren, weil der Gegner denkt sich, okay, kann ich nicht machen, Jungle ist hier. Und dann rotierst du zur anderen Krabbe. Weil dein Levelvorteil sorgt dafür, dass der Gegner sich nicht mit dir anlegen wird. Diese Jungle-Route absolut insane. Man wird aber feststellen, je höher die Elo ist, desto mehr machen das Ganze. Solltet ihr aber die Mut haben, um die Krabbe zu kämpfen, do it. Okay, das Ding ist ultra wertvoll. Gut, kommen wir zum nächsten Tipp, und zwar Crossmap-Play. Crossmap-Play bedeutet, wenn der Jungler irgendwo zu sehen ist, das heißt zum Beispiel, wenn er den Toplaner gankt, dann musst du auf der anderen Seite der Karte, across the map, etwas Gutes tun. Das heißt, du erledigst den Drake oder den Herald, wenn es jetzt die Botlane wäre. Du nimmst seine Camps. Wenn er da oben ist, kann er nicht gleichzeitig unten sein. Oder du terrorisierst eine andere Lane. Fakt ist, wenn der gegnerische Jungler gankt, erstmal egal, ob es erfolgreich ist oder nicht, musst du, beziehungsweise eher hast du die Möglichkeit, auf der anderen Seite der Karte aktive Plays zu machen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil der Jungler muss Zeit investieren. Er muss hinlaufen, er muss den Gank machen, er verliert HP, er verliert Ressourcen. Das sind alles Dinge, über die ihr aber eine aktive Entscheidung treffen müsst. Auf der anderen Seite der Karte effizient zu sein, ist super nice, gerade im Early Game. Ich hatte jetzt mehrmals gegen Twitch Jungle gespielt und die Leute lassen sich auf Level 2 ganken. Das ist einfach stupid. Nur nicht denk mir, alles klar, ich nehme nicht nur deine Camps, sondern wenn du vorbeikommen solltest, nehme ich dir dein scheiß Leben. Denn im Prinzip kümmerst du dich als Jungler nur darum, was der andere Jungler macht. Schön, kommen wir zu Tipp 3, Lane Prio. Lane Prio verwenden wir aktuell 1000 Mal im Cast. Die Grundbedeutung liegt darin, dass immer ein Champion eine gewisse Lane Prio hat. Das bedeutet, er kann den Gegner reinpushen, er kann ihn unterm Turret drücken. Und im alten League of Legends muss man denken, oh mein Gott, du bist viel zu nah am Turret, du wirst jetzt ständig gegankt. Die moderne Denkweise ist, er hat Lane Prio. Das heißt, ich kann als Jungler den Gegner invaden, kann ihn terrorisieren in seinem Jungle, ich kann ihn seine Camps nehmen, weil meine Lane, wenn ich Hilfe benötige, 6-mal schneller da ist. Das ist quasi der Vorteil von Lane Prio, okay? Das heißt, deine Midlane, deine Botlane, deine Toplane, wer auch immer diese Prio hat, ist schneller da, um dir zu helfen. Im Solo-Queue ist das natürlich schwieriger, da muss man viel pingen und so weiter, aber dazu kommen wir später. Fakt ist, eine Lane Prio auszuspielen, ist super wertvoll. Ihr könnt 1000-mal mutiger sein, wenn ihr wisst, meine Toplane zerstört den anderen gerade. Ich kann zu seinem Red gehen, weil ich krieg von meinem Toplaner Hilfe. Weil wenn er geht, verliert er nicht 10 Milliarden Minions. Und dadurch auch Gold und XP. Lane Prio, Leute, okay? Wie man Lane Prio einordnet, kommen wir irgendwann zu einem separaten Video. Das ist ein sehr großes Thema. Im Prinzip ist ja alles ein sehr großes Thema. Schön, der nächste Tipp ist, einen Gameplan zu haben, beziehungsweise auch einen Gankplan. Ganz oft ist es so, dass ihr euren Shit macht, ihr geht in die Basis und dann lauft ihr erstmal einfach random zur Toplane. Das habe ich halt ganz, ganz viel gemacht. Ich bin irgendwo random zu irgendeinem Camp hingelaufen, was gerade gespawnt ist. Johnny fand das überhaupt nicht gut, sondern ihr solltet euch immer wieder einen Plan machen. Das heißt, als Jungler habe ich bemerkt, dass ich sehr viele Selbstgespräche führe im Stream. Ich frage mich quasi selbst ab, was ist mein Plan, was mache ich als nächstes. Nicht selten orientiert sich nämlich dein Plan an der Krabbe, weil das Ding ist halt super wertvoll. Um diese zu fighten, ergibt Sinn, weil es das einzige oder einer der wenigen neutralen Camps ist. Jeder hat ja seinen eigenen Shit, aber um die Krabbe fightet man. Und wer da den Vorteil hat, hat immer noch seine eigenen Camps im Nacken und kann diese bei Bedarf noch nehmen. Überlegt euch beim Backporten, habt ihr 8 Sekunden Zeit, vielleicht noch nach dem Einkaufen, wo gehe ich als nächstes hin? Weil das
sichert euch die wichtigen Sekunden, auf die es quasi später drauf ankommt. Vielleicht kennt ihr das ja, dass ihr zu dem Gank 2, 3, 4 Sekunden zu spät wart. Und diese 2, 3, 4 Sekunden holt ihr euch raus, wenn ihr genau wisst, wo es als nächstes hingeht. Das sind Sekunden, die ihr spart, die später insane hilfreich sind, glaubt mir. Gott, und der letzte Punkt ist den gegnerischen Jungler tracken. Das Ganze synergiert sehr stark mit dem Crossmap-Play, okay? Wenn ihr wisst, wo der Jungler ist, könnt ihr wie gesagt auf der anderen Seite der Karte agieren. Auf der anderen Seite wissen Jungler nicht selten, wo der andere ist. Das heißt, Lanes spielen ganz stumpf gegeneinander. Jeder hat schon mal auf einer Lane gezockt. Und das Einzige, was passiert ist, dass der andere wegteleportiert oder halt einfach nicht da ist. Er roamt zum Beispiel. Da pinkt man ja auch. Ein Jungler, und darin bin ich noch sehr, sehr schlecht, muss eigentlich die ganze Zeit pingen, wo der gegnerische Jungler ist. Weil ein guter Jungler weiß das Ganze ja. Er weiß die Camp-Reihenfolge, die er gegangen ist. Und nicht selten kann man über die Tab-Taste auch gucken, wie viele Camps der Gegner gemacht hat. In Korea werden da die krassesten Mindgames mit den Crux betrieben, wo man einige Crux übrig lässt, damit der Gegner sich verzählt. Damit er denkt, du bist woanders. Retarded. Komplett gestört. Den Tipp, den ich euch aber mitgeben kann, wenn ihr gerade Wissen habt, wenn ihr das Gefühl habt, er ist dort, weil er muss dort sein, dann pinkt es euren Teammates. Ich bin da, wie gesagt, noch sehr, sehr schlecht. Mir fällt es im TS oder sowas deutlich einfacher, als in-game zu pingen oder zu schreiben. Ich hasse es eigentlich. Aber es ist super wichtig, eure Teammitglieder zu warnen, gerade wenn sie keine Wards benutzen. Selbst wenn sie Wards benutzen. Pinkt die tot. Natürlich nicht in den Fragezeichen, ist klar. Aber wenn ihr das Gefühl habt, jetzt kommt ein Gank und ich weiß, dass der Jungler dort ist, pinkt die Leute, okay? Das heißt, für euch ist es wichtig, nicht nur Vision aufzubauen über die Trinkets, die ihr zur Verfügung habt, oder zu denyen. Und Warden ist sowieso ein großes Thema für sich. Sondern bitte macht es nicht wie ich, sondern unterstützt eure Teammates. Wenn ihr Wissen habt, teilt es den anderen mit. Das hilft übelste Sorte. Gut, das waren jetzt quasi 5 Basic Jungle Tipps. Mir haben die übelste Sorte geholfen, okay? Und das Jungle-Thema an sich ist natürlich ultra deep, okay? Da kann man 26 einstündige Videos machen, weil es super, super komplex ist. Aber dadurch auch super, super geil. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranken.